Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich bin bei Anja. Ihr kennt Anja. Ihr wisst, dass wir schon mal 33 Tage gemeinsam gearbeitet haben. Oh ja. Wir haben da was gemacht, was ihr natürlich gerne wissen würdet, was es war, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Genau, später mehr. Bald, oder? Ja, noch ein bisschen dauert's und dann 8. Oktober, kann ich schon mal verraten. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Ich wusste Oktober, aber nicht 8. Oktober. Doch, 8. Oktober ist soweit. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja schon weiß, was es ist. Ihr seid noch mehr gespannt. Und heute sind wir hier bei der Anja, weil die Anja hat natürlich fein abgenommen. Und zwar ganz wichtig, gesund abgenommen durch einen gesunden Lifestyle. Und da heißt es immer, wenn wir abnehmen wollen, dürfen wir nur noch Salat essen und Hühnchen essen. Und dass das nicht stimmt, beweisen wir euch heute. Und da legen wir jetzt los. Wir werden jetzt ein bisschen kochen, braten, backen für euch. Das, was wir jetzt machen, kann man zum Frühstück essen. Man kann aber genauso gut ein Mittagessen daraus machen. Abendessen kann man genauso machen. Reis. Ja, geht schon, wenn die Menge nicht so groß ist. Kann man auch Wildreis und Vollkornreis nehmen. Wir haben jetzt ein Vollkornreis-Omelette am Start. Das ist mein persönliches Lieblingsfrühstück. Viele, die in meine Beratung kommen, die kriegen das auch als Empfehlung. Und dann kommt immer als allererstes, Reis zum Frühstück? Und bei circa 50% aller gibt es danach das Lieblingsfrühstück. Aha. Auch hier wieder erst probieren und dann urteilen. Dieses Frühstück ist so, dass man natürlich das auch abends ein Stückchen vorbereiten kann, wie du jetzt auch gemacht hast. Genau, Reis kann man wunderbar, während das normale Abendessen kocht, nebenbei kochen lassen. Genau. Vorbereitung ist das halbe Leben, somit läuft morgens das Zeit nicht aus dem Ruder. Nee. Man kann auch sogar abends schon direkt die Eier fertig machen im Shaker, schon hinrichten, aufschlagen, dann portionieren, ab in den Kühlschrank. Man kann sogar schon das Gemüse schneiden, Karotten schneiden, bisschen Lauch schneiden, was haben wir noch, Tomaten schneiden. Ja. Und so hat man es morgens ganz einfach. Raus in die Küche, man weiß, wo es steht und innerhalb von 10 Minuten, 12 Minuten und alles vorbei ist das Ding fertig. Hat man gesundes, vollwertiges Frühstück. Genau. Perfekt. Oftmals, jetzt gerade wenn der Esstisch nicht in der Küche ist, bis man das Zeug alles rausgetragen hat auf den Tisch, alles aufgeräumt hat, ist das fast genauso schnell. Also, keine Ausrede. So, wir legen los. Der Reis, wie ihr sehen könnt, hat die Anja schon mal fertig gemacht. Die Anja macht jetzt als nächstes die Tomaten, genau. Die habe ich schon sauber gemacht. Ah, die hast du schon. Die war schon fleißig. Perfekt. Wir haben ein Olivenöl, wir braten mal an. Das Olivenöl darf an der Hitze bis 180 Grad, das ist ein Bio-Olivenöl und natürlich auch noch ein natives aus Erstpressung. Kalt gepresst logischerweise. So, wir machen schöne kleine Tomatenstückchen, also nicht zu große. Und die müssen als allererstes in die Pfanne, weil die haben am meisten Flüssigkeit. Dass die Flüssigkeit ein bisschen verdampft. Und dann schneiden wir uns noch so circa 50 bis 70 Gramm Hähnchenschinken, den haben wir schon hier liegen, einen Puten oder Hähnchenschinken, schneiden wir uns schön klein als Würfelchen. Die kommen dann als zweites in die Pfanne und dann kommt oben drüber der Reis. Und wenn der Reis, wir wissen, ein bisschen gedämpft hat, dann kommen die 4 Eier oben drüber und dann haben wir ganz schnell ein tolles Omelett. Gut, da ist schon mal warm, das haben wir schon mal vorgesagt. Machen wir noch ein bisschen wärmer. Weil bei mir ist es nämlich schon so, dass das Früchte-Omelett schon am Morgen schon verdaut. Ich habe schon wieder Hunger her. Okay, ja. Ich habe schon Kohlkampf. Das ist aber bei mir normal, weil ich esse in der Regel 6 Mal am Tag. Ja, das ist halt bei dir nochmal ein bisschen anders. Solltet ihr nicht alle machen. Nein, nicht jeder braucht 6 Mahlzeiten am Tag. Das ist in meiner Struktur. Ist das eigentlich letztendlich so verankert. Ich habe schon immer viel essen müssen. Ich kann aber, ich brauche je nach Tag, was ich davor habe, wenn ich viel Bewegung habe, wenn ich viel Personal Training habe, brauche ich Tage schon mit 3000 Kalorien. Und 3000 Kalorien auf ein oder zwei Mahlzeiten zu verteilen, oder drei Mahlzeiten, das ist mir zu viel, da fühle ich mich unwohl. Ich verteile das Ganze eben auf 5 bis 6 Mahlzeiten und es eben etwas kleinere Mahlzeiten, speziell für mich. Und deswegen muss ich immer gucken, dass ich nachschiebe. Ganz wichtig für euch auch vielleicht nochmal zu erwähnen, wichtig wäre,
dass man ein bisschen eine Zeitstruktur hat. Nicht einfach sagen, ich esse halt Mittag irgendwann, ich esse halt Abend irgendwann, dass man auch ein Zeitfenster fixiert. Oh ja. Das ist ganz wichtig, sonst läuft euch das wieder davon. Regelmäßig essen. Ja. Regelmäßig essen. Essen muss Priorität haben, nicht warten, bis man vor lauter Kohldampf stirbt, weil dann ist in der Regel der Magen schon relativ klein, man isst nicht viel oder man hat keine Zeit mehr und isst ganz schnell was, weil der Körper ganz schnell Energie braucht, dann isst man in der Regel genau das, was man nicht essen soll. Und was auch immer viele vergessen, ab und zu auch mal was trinken. Trinken, ganz, ganz, ganz wichtig. Vor allem die Ladies trinken immer viel zu wenig. Grundsätzlich ist Wasser, und zwar H2O, Schlusspunkt. Keine Wellness-Blablabla-Getränke mit irgendwelchen Aromenextrakten drin braucht man eigentlich nicht. Sondern das Wichtigste, dieser Mensch besteht zu größten Anteilen aus, Wasser. Somit führt Wasser zu und er fühlt sich wohl. Und vor allem die Haut dankt euch. Man sieht es sogar im Gesicht an, am Alter an, am Hautbild an, wenn jemand regelmäßig gutes Wasser trinkt. So sieht es nämlich aus. Yes. Gut, darf ich mal kurz zwischen rein? Bitte, ja, mach du weiter. Wo haben wir denn? Was brauchst du? Ich brauche diesen Pfannenwender. Yes, jawohl, brauche ich schon. Sehr. Sehr schön. Dann kannst du gerade weitermachen. Ja. So, ist es. Aufpassen, zwischen fliegen die Finger dazwischen. So. Jetzt müssen wir ein bisschen dämpfen. Für Kannibalen auch gerne mal einen Finger noch. Auch mal gerne einen Anja Pulser Finger zwischendurch. Da kann ich nur empfehlen, ein bisschen salzen, schmeckt besser. Naja, nachdem ich ja jetzt Horrorfilme moderiere oder die Premieren, ne, kann man auch mal einen Finger. Ich habe ja was mitgekriegt. Du warst genau. In Mannheim, oder? Genau, in Mannheim. Bei La Petite Mort Deux mit Michaela Schäfer. Ah, okay. Ja, ihre zweite Filmrolle. Okay, war sie angezogen oder was? Also in dem Film war sie so halb angezogen, auf der Premiere war sie natürlich komplett oben ohne. Ja, so muss es natürlich sein. Ja. Aber für alle, so erwarten wir das für auch alle gut, wenn man möchte, dass man im Mittelpunkt steht, dass man über ein Gerät hat, muss man was tun dafür. So sieht's aus. Die macht das schon ganz clever. Ja, ja, klar. Und sie ist ja keine hässliche Form. Weiß Gott nicht. Nee. Und wichtig ist immer, man muss zu dem stehen, was man macht. Genau. So, es köchelt, wie man hier sehen kann, der Dampf, das ist die Flüssigkeit, muss ein bisschen raus. Die Tomaten müssen ein bisschen trockener werden, weil sonst wird die Konsistenz vom Omelette nicht besonders gut. Warum weiß ich das? Weil ich das schon seit 10 Jahren fast jeden Morgen esse. Oft esse. Oft mache ich auch mal raus und mache gar keine Reisbein, sondern mache nur Gemüse. Das gibt es auch mal. Schmeckt auch sehr lecker. Und das ist dann an den Tagen, wo ich körperlich weniger leisten muss. Da brauche ich auch etwas weniger Energie. Somit passe ich natürlich auch auf beim Essen und führe mir dann letztendlich nicht viel mehr Energie zu, die mein Körper tatsächlich braucht. Das solltet ihr euch auch merken. Man sollte sich einmal so weit wie möglich artgerecht ernähren und so weit wie möglich bedarfsgerecht. Bedarfsgerecht heißt, dass jeder Mensch einen bestimmten Energiebedarf hat, anhand von seinem Berufsbild, anhand seiner Körpergröße, anhand seiner stoffwechseltechnischen Mitgift und natürlich an dem, was er sportlich an dem Tag noch macht. Und es ist keine Wissenschaft. Viele machen sich da ein bisschen Kopf drauf, es ist eine Wissenschaft. Man muss sich einfach mal ein bisschen länger damit beschäftigen, kannst reinschmeißen. Wunderbar. Karotten auch dazu? Genau, Karotten dazu. Schönes, feines Gemüse. Also, was ich gerade sehr angenehm finde, ist, wenn man neben dran stehen kann. Küchenhilfe ist doch auch nicht schlecht. Wobei ich natürlich zu Hause mein Frühstück seit einigen Jahren immer selbst mache. Wir hatten aber schon einmal eine, sozusagen mit meiner Frau, eine Vereinbarung. Okay. Weil ich nach Karlsruhe gezogen bin. Und als ich dort, wo ich gewohnt habe, es wunderschön war und ich eine wunderschöne Wohnung hatte, hatten wir dann, sie wollte nicht hinziehen, haben wir gesagt, pass auf, ich ziehe dahin, wo du willst, aber nur unter einer Voraussetzung, dass ich mein ganzes Leben lang mein Frühstück morgens gemacht bekomme. Okay. Das hat sie gemacht und zwar, sie hat es nahtlos durchgezogen und zwar insgesamt 11 Jahre. Jeden Morgen habe ich mein Frühstück bekommen. Sie hat sogar dann gemacht, wenn sie nicht aufstehen musste. Wow! Yes! Und was ist dann passiert nach 11 Jahren? Dass sich unsere Aufstehzeit geändert hat. Okay. Dass ich wesentlich früher aufstehen muss, will, was auch immer. Und somit möchte ich nicht, dass wegen mir meine Frau eine halbe Stunde früher aufsteht. Dass du gerne früh aufstehst, habe ich ja am eigenen Leib erfahren. 6.45 Uhr war unsere Trainingszeit.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Manche erschlagen diesen Vogel auch gerne, ich nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin ein Frühaufsteher, weil ich ein Früh-zu-Bett-Geher bin. Und es hat seinen Vorteil, gerade wenn man jetzt sehr geschäftstüchtig ist, wie die Anja auch, oder auch viele andere Menschen, die einen anspruchsvollen Job haben, die natürlich nie abends wissen, wann bekomme ich Feierabend. Ja. Die gehen am besten morgen schon spotten, haben sie schon weg. Genau. Und fühlen sich schon viel wohler, vor allem haben sie was für sich getan. Und es gibt auch keine Ausreden mehr, ich habe es nicht mehr geschafft, richtig, weil man hat es ja schon hinter sich gebracht. Richtig. So, haben wir ein bisschen Kräuter, da hast du ein bisschen was. Ja, so Schnittlauch. Ja, Schnittlauch ist gut. Schnittlauch? Genau, das machen wir einmal rein. Ein bisschen gebrochene Schnittlauch. Das hätte ich auch. So, bevor jetzt die Leine die Maulerei losgeht bei den anderen. Das ist, glaube ich, unser Kuchentimer. Kuchentimer ist gerade abgelaufen. Wir hatten den Kuchen, den Quarkkuchen, jetzt 35 Minuten im Ofen. Genau, jetzt machen wir nachziehen lassen, indem wir hier umschalten. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, wir machen Ober-Unterhitze, keine Umluft mehr. Und jetzt lassen wir ihn nochmal 10 Minuten. Nochmal 10 Minuten nur Ober- und Unterhitze starten. Und für alle, die jetzt wieder maulen, das sind keine frischen Kräuter. Die Anja ist nicht jeden Tag zu Hause. Eher meistens gar nicht. Genau, weil sie immer unterwegs ist in Köln, Hamburg, Frankfurt, Brasilien, Mailand, was weiß ich. ist es natürlich schlecht, sich hier einen Kräutergarten hinzustellen, weil 5 Tage später sind die Sachen kaputt. Deswegen ist hier ganz gut, wenn man gebrochene Kräuter nimmt. Und leider ist dann meine Haushaltshilfe auch nicht immer da, die dann die Kräuter gießen könnte. Richtig. Weil der Gärtner hat halt draußen auch noch den Garten zu pflegen. Und der Butler muss die Augen putzen. So, super. Jetzt brauchen wir noch nicht die Eier. Kannst du die bitte in ein Gefäß rein? Dann ein bisschen mit der Gabel. Jawohl, machen wir. Schlagen. Da haben wir auch noch ein bisschen Kräuter. Das sieht gut aus. Basilikum ist sehr schön. Das Basilikum macht das Ganze nachher so, als ob wir hier eine Pizza essen würden. So. Für die ganzen Pizzaliebhaber da draußen. So. Jetzt kommt der Schinken rein. Ordentliche Portion Schinken, wie ihr hier seht. So, es ist für alles was dabei. Für die Schinkenliebhaber, für die Gemüseliebhaber, für die Vegetarier. Alles, der Schinken ist vor allem für die Vegetarier gut. Der Schinken ist für die Schinkenliebhaber und das Gemüse ist für die Vegetarier. Genau. Sehr gut. Also wir kochen für jeden was. Und für Veganer sind wir leider nicht zuständig. Nein, das machen nicht wir. Da gibt es andere, die können das besser wie wir. Wir sind sozusagen die sogenannten Mischköstler. So. So. Sehr schön. Ei ist auch verquirlt. Gut. Weißt du was? Machen wir noch ein Ei zusätzlich rein. Ja, weil wir haben natürlich hier sehr viel Reis. An Eiern mangelt es in diesen Haushalten nicht. Gut, und wir haben sehr viel Gemüse. Wir haben jetzt heute schon fast 25 Eier verbraucht. Super. Das ist der Zwischenstand. Ja, nur das, aber das ist natürlich für insgesamt dann, wenn man es alleine essen würde, da ist ja der Kuchen auch mit dabei. Jawohl. Wäre das also für zwei bis drei Tage. Genau. So, allen Reis brauchen wir, wenn wir schön Gemüse haben. Super. Lassen wir es noch ein bisschen ziehen. Wunderbar, das heißt, ich habe für mein Mittagessen, richtig, eines der nächsten Tage, kann ich mir direkt was vorbereiten und ich mache mir daraus immer den leckeren Reissalat, genau, den du mir gezeigt hast, und den nehme ich mir dann in der Tupperschüssel mit, den kann man überall auf der Autobahn essen und dann muss man nicht von der Raststätte fettige Buletten essen. Richtig, und zwar die Tupperschüssel oder auch andere Gefäße, was Vakuum verschließen kann, im Sommer, wenn es warm ist, eine Kühltasche mitnehmen, dann hat man immer sein leckeres Essen mit dabei und muss nicht unsinnigerweise Geld ausgeben für Dinge, die erstens nicht gesund sind und zweitens irgendwann auch immer schön aussehen. Man muss halt ein bisschen was machen in der Küche, das ist richtig. Ein bisschen Zeitinvestment muss sein. Ein bisschen Gegenstrom schwimmen hat noch nie geschadet. Naja, bei McDonald's an der Kasse muss man auch anstehen, also von daher, die Zeit kann man dann auch vom Herd verwenden. Genau. So, jetzt zeige ich es euch mal. So sieht es schon mal aus. Es riecht schon mal wieder gut. Yes. Wir haben hier heute Morgen völlige Dufterlebnisse. Haben wir noch ein bisschen Salz? Salz haben wir auch, ja. Pfeffer noch auch. Ein bisschen Salz, ja. Salz und Pfeffer noch ein bisschen. Jawohl. Wobei, das Pfeffer kannst du lassen, das brauche ich nachher. Okay. Das kannst du mal hinstellen. Aber Salz. Yes. Ist schön. Salz haben wir. Da machen wir ein bisschen was rein. Hier haben wir auch noch Trockenzwiebeln. Oh, Trockenzwiebeln, das ist eine gute Idee. Ja. Die kannst du mir gleich geben. Ich könnte dir aber auch frische Zwiebeln. Genau. Wir machen Trockenzwiebeln, wir haben es eilig. Ja.
Trockenzwiebeln sind einfach nur Wasser entzogen. Ich liebe Zwiebeln. Ich auch. Ich kann das nur mal einfach machen. Was ich auch empfehlen kann, ist bei jeder Speise, wenn sie ein bisschen würzig sein soll, es ist Lauch. Feiner, kleiner Lauch. Das sind ganz viele Scheibchen schneiden. Es gibt ein ganz feines Aroma und man riecht nicht so stark wie eine Zwiebel. Naja, wer den Zwiebelduft nicht ertragen kann, je nachdem, was man halt da vorhat. Das stimmt, ne? Ja, manchmal muss man darauf achten. Ja, manchmal muss man ein bisschen darauf achten. So. So, jetzt geht's gleich los. Es kommen gleich die Eier oben drüber. Aha. Dann noch ein bisschen vermischen das Ganze. So. Und jetzt sieht man zum zweiten, sieht es auch gar nicht so schlimm aus in der Küche. Genau, einer macht gleich ein bisschen sauber. So, und jetzt kommen die Eier oben drüber. So, dann noch ein Trick. Ja, da haben wir was. Und zwar, wenn man eine zweite Pfanne hat, oben drüber. Dadurch wird es natürlich heißer und es ist schneller fertig und die Wahrscheinlichkeit, dass es unten anbrennt, ist viel geringer. Stocken lassen quasi. Genau. Und auch zum Schluss, wenn es einigermaßen passt, von der Konsistenz her runterdrehen und nochmal so 2-3 Minuten stocken lassen. Dann ist es sehr, sehr locker. Natürlich bei sowas aufpassen, das ist natürlich sau heiß. Das muss man sich wirklich verbrennen. Das wäre dann so mein Spezialgebiet, so Finger verbrennen, an Gläsern schneiden, am Messer verletzen. Also, bei mir in der Küche fließt fast immer Blut. Oh. Ich bin sehr, sehr, sehr ungeschickt. So, und zwar auch zwischendurch, da könnt ihr das ruhig mal drehen. Gerade im Anfangsbereich. So mal drehen. Das sieht ja schon wieder gut. Das ja, sieht gut aus. Die Farben sind toll. Das ist das nächste. Orange, das Rot. Das Auge ist mit Grünes drin. Gelb. Richtig. Schwarz durch den Reis. So. Richtig gut aus. Ganz wichtig, das ist jetzt wirklich todernst. Ganz wichtig ist, dass ich wirklich in der Küche das, was ich hier mache, mit Liebe mache. Ich darf es nicht machen mit dem Vorsatz, jetzt muss ich was für mich kochen, jetzt muss ich in der Küche stehen. So funktioniert es nicht. Sondern ich muss in der Küche sagen, super, ich bereite gerade eine gesunde Mahlzeit vor. Jawohl. Wenn ich diese Einstellung habe, dann schmeckt es 5-mal besser und es klappt alles. Das sollte man sich einfach auch wert sein. Denkt doch mal daran. Yeah. Ihr tut so viel für euch. Ihr geht ins Fitnessstudio, ihr geht ins Kosmetikstudio, ins Solarium, wo auch immer hin, um euch was Gutes zu tun. Aber bei der Ernährung wird immer gespart. Meistens an den Produkten und auch meistens an der Zeit. Und das ist eigentlich echt schade. Essen muss Priorität haben. Essen ist wichtig, Essen ist gesund, Essen hält jung, Essen hält schlank, Essen hält vital. Wenn man es richtig macht. So sieht's aus. So. Für die ganz Jungen von euch, klar, wir sind natürlich, ich bin ja schon etwas älter. Anja ist immer keine 15 mehr und keine 20 mehr, auch ein bisschen. So, dann wird auch im Laufe des Alters, wird natürlich auch so der Wert des Essens etwas höher eingeschätzt. Klar, wenn man 20, 21 ist, hat man natürlich viel Flaus im Kopf. Möchte abends gleich wieder seine Freizeit genießen, gleich wieder irgendwo hingehen, am Wochenende sich die Nächte um die Ohren schlagen, das ist alles recht und schön. Aber wichtig ist, dass ihr frühzeitig anfangt, über das nachzudenken, weil viele kommen zu mir in die Beratung, sind dann schon 40, 45 und haben 20 Jahre alles falsch gemacht. Ja. Dann wird es natürlich schon ein bisschen schwerer, das Ganze wieder einigermaßen in Flow zu bringen, wenn ich dann in frühen Jahren so gewisse Dinge berücksichtige. Und damit, ihr müsst jetzt in der Woche bzw. jeden Tag 3 Stunden in der Küche stehen. Das muss nicht sein, aber so gewisse Grundregeln solltet ihr beachten. Und ihr könnt euch natürlich auch immer vieles für mehrere Tage vorbereiten. Richtig. Gerade zum Beispiel Reis, den könnt ihr euch einmal vorbereiten, nächsten Tag fürs Frühstück verwenden und auch noch am übernächsten Tag für irgendein leckeres Mittagessen. Und dann habt ihr auch gar nicht so viel Arbeit damit. So, wenn wir jetzt mal gucken. Was schmilzt? Ist es so heiß? Guck mal. Ich weiß nicht. Könnte sein. Guck mal, was wir hier haben. Wow! Das sieht sogar aus wie Quiche. Das sieht ja Bombe aus. Ja. Aber echt. Ja, ich glaube, dann brauchen wir mal Tellerchen. Yes.
Ja. Lecker das? Schmatzen gerade noch? Boah, es ist richtig, richtig lecker. Ich zeig's euch mal. Mmh. Anja, zeig's mal so. Guck mal. Das ist jetzt hier das Reisomelett, was ich euch gesagt habe. Das ist der Oberhammer. Das ist Bombe. Das schmeckt so lecker. Also es kann zum Frühstück, zum Mittagessen, wer es verträgt, natürlich auch zum Abendessen essen. Es ist ein großer Anteil Gemüse drin, es ist ein kleiner Anteil Reis drin, ein bisschen Schinken mit dabei und Eier. Also Bombe. Traum. Bombe. Mhm. Das kann jetzt, ihr habt noch ein bisschen was übrig. Mhm. Das kann die Anja sich jetzt nachher mitnehmen. Ja. Hat dann für unterwegs noch was zu essen. Das kühlt jetzt aus. Und dann, da ist es in der Pfanne noch drin, es kühlt jetzt aus und nachher für unterwegs, perfekt, kann man auch kalt essen. Mhm. Echt mega gut, also wer da was anderes sagt, ich weiß nicht, ich glaube, der hat keine Geschmacksnerven. Richtig. Oder hat seine Geschmacksnerven durch viel Nutella, viel Eis, viel Duplo, Mars, Magnum, was auch immer versaut. Ruiniert. Mhm. Bombe, wirklich. Mhm. Probier es bitte aus. Yes. So. Der Kuchen kann sein, dass ihr den heute nicht mehr seht. Mhm, der ist nämlich noch im Ofen. Der ist noch im Ofen, weil zeitlich wird es schon knapp. Ja. Anja muss, ich muss zu unseren Terminen. Aber wir werden auf jeden Fall ein Foto machen von diesem leckeren Kuchen. Jawohl. Und dann bekommt ihr den auch noch zu sehen. Und wir schreiben euch auch, wie der geschmeckt hat. Genau. Und ihr bekommt natürlich unter dem Video, ganz klar, bekommt eine Backanleitung. Die Zutaten, steht alles unten drunter. Dass ihr es jederzeit nachmachen könnt. Und sicherlich werde ich mit der Anja nochmal irgendwann nochmal was machen und auch diese Aktion vor Weihnachten mal Kekse backen. Und zwar Kekse, die wir dann nicht am nächsten Tag auf der Hüfte finden. Könnt ihr euch drauf verlassen. Schickt uns